Das ist ja das Faszinierende an solchen Leuten wie Tucholsky oder Wilhelm Busch oder Heinrich Heine, dass sie mit all ihren vielen Schmerzen und Unzufriedenheiten lebend dennoch in der Lage sind, das meistens so ganz undeutsch lustig zu formulieren. So auch im folgenden Prosastück, das von Tucholskys schmerzhaften und langwierigen Problemen mit seiner Nase, seinen Nebenhöhlen, seinem Hals handelt, was immerhin mehr als 10 Operationen erforderlich machte, dazu führte, dass er monatelang nichts roch und dadurch auch so gut wie nichts schmeckte und wovon er annahm, dass diese Erkrankung organisch bedingt sei, wobei jede und jeder andere annahmen, dass es seelisch bedingt sei. Und so schreibt der leidende Peter Panther in der Vossischen, seinem bürgerlichen Standbein, über diesen Komplex das Stück